Vielen Dank. Wir hatten diese Regel so besprochen. Deshalb darf Herr Heidkamp nunmehr weiterreden. Für Sie 22 Minuten und 49 Sekunden kann man ausschöpfen. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren der CDU, die folgenden Sätze sollten Ihnen in den Ohren klingen, denn sie dürften Ihnen bekannt sein. Ich möchte, dass Made in Germany wieder dafür steht, eines der wichtigsten und stärksten Länder in der Welt zu sein. Wir wollen von hier aus Entwicklungen anbieten, um Probleme auf dieser Welt zu lösen. Ich will, dass wir in einem Land leben, in dem die Steuerlast reduziert wird und in dem es einfacher ist, seine Steuern anzumelden. Ich will, dass wir staatliche Dienstleistungen mit einem Klick auf dem Smartphone haben. Die Dame ist nicht da. Ich möchte, dass wir Europameister werden, insbesondere für das Bauen. Ich habe die Nase voll davon, dass wir immer die Langsamsten in Europa sind. Wir müssen an die Spitze der Genehmigungen kommen. Wir müssen mehr bauen als andere. Ich will, dass unsere Kinder in den eigenen vier Wänden ihrer Familien aufwachsen können. Mehr Kinder in mehr eigenen Wänden. Ich möchte, dass wir und diejenigen, die nach uns kommen, in 10 Jahren in einem Deutschland leben, das agil ist, das wach ist. Ich möchte, dass wir Wohlstand für alle erreichen, im Sinne von Ludwig Erhard, nicht trotz Digitalisierung, sondern mit Digitalisierung. Ich will, dass wir PISA-Sieger werden. Ich möchte, dass wir in den nächsten Jahren sagen können, dass wir in Deutschland ein gemeinsam abgestimmtes Bildungsprogramm bekommen, für jede Altersstufe, vom Kindergarten bis zum Abitur, für jedes Fach genau festgelegt. Jetzt kommt etwas Nettes. Ich will meine Sicherheit nicht von anderen Staaten in der Welt abhängig machen. Ich will, dass wir selbst in der Lage sind, uns zu schützen. Und deswegen müssen wir mit aller Kraft in diesen Bereichen hineingehen. Sie werden jetzt merken, warum ich das Wort "ich" so oft verwendet habe. Meine lieben Kollegen, diese programmatischen Aussagen stammen nicht von der AfD. Wir könnten es uns aber gut vorstellen. Darüber sollten Sie vielleicht einmal nachdenken. Das sind wörtliche Zitate der Parteivorsitzenden Frau Annegret Kramp-Karrenbauer aus dem Bericht ihrer 32. Rede auf dem Bundesparteitag der CDU. Sie ist immerhin Parteichefin der CDU, Verteidigungsministerin und aussichtsreiche Kanzlerkandidatin, also keine Hinterbänklerin. Die Rede wurde mir dankenswerterweise schriftlich von der CDU-Bundesgeschäftsstelle zur Verfügung gestellt, und ich kann Ihnen gerne daraus Auszüge zuschicken. In Fortführung der Bemerkungen von Herrn Lambrou zu der ansteigenden Steuerlast und Quote und um Ihnen die Logik meiner weiteren Ausführungen näher zu bringen, bitte ich Sie, sich einem Repräsentanten der privilegierten 10% der insgesamt 40 Millionen Einkommen- und Lohnsteuerzahler vorstellen. Ja, von dieser Sorte gibt es 4 Millionen in Deutschland, bei denen der Staat es als richtig erachtet, von jedem zusätzlich verdienten Euro 47,5% einzubehalten, bei 1.000 Euro, also 475 Euro. Wenn er sich dann von den verbleibenden 525 Euro etwas einkaufen geht, was ja der eigentliche Sinn seiner Anstrengung ist, fallen noch einmal 19% an oder weitere 100 Euro. Es verbleiben ihm von 1.000 also 425. Die grausige Einsicht, dass in seinem Einkauf noch einmal Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Sozialversicherungsbeiträge, Gebühren und Abgaben aller Art stecken, wird ihn davon abhalten, die Rechnung fortzuführen, um seinen Abend nicht zu versauen. Herr Professor, das dürfte Sie interessieren. Sie haben die andere Seite beleuchtet. Ich möchte einmal die Seite der Zahler beleuchten. Bei dem nächsten Gehaltsgespräch wird dieser Leistungsträger mehr Freizeit anstatt eine weitere Gehaltserhöhung fordern oder über seine Auswanderung nachdenken.
Mit diesen Zahlen vor Augen, Herr Boddenberg, danke schön, mit diesen Zahlen vor Augen betrachtete er als neuer Abgeordneter den hessischen Haushalt und nahm an den kursorischen Lesungen teil. Er ist jetzt also Teil des Landtags und darf jetzt endlich auch über den von ihm einbehaltenen ca. 70% des zu versteuernden Anteils seines Einkommens mitbestimmen, soweit die Regierung ihm das als Mitglied einer Oppositionspartei gestattet. Sie ahnen es. Er ist enttäuscht, ernüchtert. Unser Staat hat den Anspruch, fast 3/4 seiner über diesem Sockelbetrag liegenden Einkommen besser anlegen, verwalten, investieren zu können als er selbst. Bürger, die die Folgen und Konsequenzen des Panaschierens und Kumulierens bei den Wahlen schon nicht so recht nachvollziehen könnten, sollten sich unbedingt einmal darüber informieren, wie die Verteilungsmechanismen der verschiedenen Haushalte im Bund, den Ländern, Kommunen und Städten so organisiert sind und wie sie wirken. Nur über eine klare Zuordnung von Aufgaben, eigenen Erlösen im Rahmen jährlich aufgestellter Haushalte ist eine Kontrolle und das Konzept der Verantwortlichkeit möglich. In Theorie soll das über die Prinzipien der Konnexität und der Subsidiarität sichergestellt werden. In der Realität verwässern Programme wie Länder- und kommunaler Finanzausgleich, Hessenkasse, starke Heimat Hessen usw. so die Zahlungsströme bis ins Unkenntliche. Kein Wunder, dass die Politiker nicht zu Einsparungen aufraffen mögen. Es besteht ja kein Handlungsdruck. Ein Champion der undurchsichtigen Umverteilung ist die EU. Sie werden sich nicht wundern. Nach Hessen, als Teil des ewigen Nettozahlers Deutschland, fließen in der Periode 2014 bis 2020 mehr als 2 Milliarden aus den EU-Fördertöpfen wieder zurück über den teuren Umweg Brüssel. Darunter 684 Millionen Euro mit so flockigen Titeln wie ESF, Europäischer Sozialfonds, EFRE, Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, ELA, Europäischer Landwirtschaftsfonds. Kann sich kein Wähler in Hessen etwas darunter vorstellen. Darüber hinaus erhalten die hessischen, ich sage Ihnen gleich was dazu. Darüber hinaus erhalten die hessischen Bauern jährlich 1,3 Milliarden aus dem EGFL, Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft. Es ist ja nicht so, dass wir den Bauern dieses Geld nicht gönnen würden. Warum allerdings seit Jahrzehnten fast die Hälfte des EU-Haushalts hier als Umverteilungsmasse eingesetzt wird, das können wir nicht verstehen. Wenn es da ein Problem gibt, und das Problem sehen wir ja auf unseren Straßen, dann sollten die Regierungen da bitte jetzt einmal anfangen, darüber nachzudenken. Warum sprechen wir diese Zahlungen an? Hier wird deutsches, hier wird hessisches Geld umverteilt, ohne auf der Einnahmen- und Ausgabenseite des Haushalts aufzutauchen. Unsere Bürgermeister pilgern schon regelrecht nach Brüssel, wenn ihnen die eigenen Mittel nicht genügen. Die einzelnen Projekte füllen ganze Ordner allein für Hessen. Leider ist es für manchen Unternehmer inzwischen erfolgreicher, einen Spezialisten für die Anträge der Subventionen nach Brüssel einzustellen, als eigene Produkte zu entwickeln. Nur mit Mutwilligkeit kann man negieren, dass die Europolitik der EZB keine staatsfinanziert von z.B. italienischer Steuerschulden zulasten privater deutscher Guthaben ist. Die Relevanz einzelner kritischer Haushaltspositionen wird gerne vor dem Hintergrund des Gesamthaushalts von 38 Milliarden kaschiert. Dies führt leider zu falschen, oft relativierenden Schlussfolgerungen. Wir lassen uns bei den Summen gerne belehren, Herr Schäfer, aber die Mittel, die wirklich für jährliche politische Entscheidungen, ist nur mal schade, ich meine, er hätte was lernen können. Herr Bongert, ich wiederhole eben, ja, danke schön. Wir lassen uns bei den Summen gerne belehren, aber die Mittel, die wir jährlich für politische Entscheidungen verbleiben, limitieren sich voraussichtlich auf höchstens 5 bis 6 Milliarden pro Jahr. Nur dabei entscheiden wir über unsere Zukunft. Der Rest ist schon entschieden und festgelegt. Da der übergroße Austeil des Haushalts durch Gesetze, abgeschlossene langfristig wirksame Verträge,
Verpflichtungen und Zusagen verbindlich festgelegt ist, können wir uns die kursorischen Lesungen und die Haushaltsdebatten zu diesen Positionen eigentlich ersparen. Angesichts der immensen Herausforderungen der nächsten 10 bis 15 Jahre, die Herr Lambrou ja auch schon angesprochen hat, denen wir uns stellen müssen, um international mithalten zu können, sollten wir diese limitierten Mittel sehr überlegt einsetzen. Die Frage ist, welche sind die richtigen Stellschrauben? Und da habe ich in den kursorischen Lesungen nichts zugehört. Wo können unsere derart bescheidenen Mittel die größte Hebelwirkung in die richtige Richtung entwickeln? Wir haben im Haushalt 2020 jedenfalls 455 Millionen Euro identifiziert, welche ganz sicher nicht diesen gestellten Anforderungen entsprechen. Das ist eine ganz andere Haltung. Das ist eine ganz andere Haltung, als was Herr Bouffier hier angesprochen hat, dass alle Parteien nur darauf ausgerichtet sind, weitere Ausgaben fordern zu wollen, ohne zu wissen, wo sie es finanzieren können. Diese 455 Millionen Euro entsprechen fast der gesamten Summe in der Haushaltsplanung für die Schuldentilgung in den nächsten 5 Jahren. Das war wirklich nicht sehr ambitiös. Wir hätten diese 455 Millionen Euro gerne in 2020 für die Reduzierung der Schulden vorgeschlagen, auch für wirkliche Investitionen in die Zukunft, insbesondere in die Umkehr der demografischen Entwicklung, wären wir offen. Es geht leider nicht. Fast der gesamte, eigentlich einzusparende Betrag muss leider in die Korrektur von Fehlentwicklungen der Vergangenheit, besonders nach dem Herbst 2015, investiert werden. Schwerpunkt sind dabei die Sachausstattung und das Personal des Inneren, der Polizei, der Justiz, der Richter und Staatsanwälte. Nur ein funktionierender Rechtsstaat wird von den Bürgern auf die Dauer akzeptiert. Herr Boddenberg, das wird Ihnen gefallen. Die Alternative für Deutschland ist für die auch von uns äußerst problematisch, sogar gefährlich beurteilten extremistischen Entwicklungen in Teilbereichen der Gesellschaft nicht verantwortlich zu machen. Wir sind erst ein Jahr in diesem Landtag, Herr Boddenberg, und bisher wurden alle unsere Anträge abgelehnt. Wir können also noch nichts falsch gemacht haben. Ein weiteres ja, wunderbar. Das sehe ich an den 70 Milliarden, die Sie vor sich hertragen. Ein weiteres Heikelartikel sind besonders die unhaltbaren Zustände an vielen Grundschulen. Ich weiß nicht, lesen Sie Zeitungen? Hören Sie Radio? Gehen Sie auch mal in Schulen? Ich meine, wenn Sie nur glauben, was hier erzählt wird, das ist nicht die richtige Welt. Wenn Sie bei mir von Blasen sprechen, dann sind das weltweite Blasen. Da ist Hessen weit entfernt von dem ersten Platz auf der PISA-Liste, den Frau Kramp-Karrenbauer für ganz Deutschland einfordert. Das liegt ganz sicher nicht an den hessischen Kindern und Schülern. Die Notwendigkeit der Einstellung von mindestens 641 zusätzlichen Psychologen für Schüler und Lehrer spricht ja wohl Bände. In meiner Zeit gab es das nicht. Zu guter Letzt, mit 71 Jahren hat man eine gewisse Vergangenheit, Herr Boddenberg, aber auch eine gewisse Erfahrung. Zu guter Letzt drei Bemerkungen zu der Fremdbestimmung, der wir uns in Deutschland zunehmend unterwerfen. Diese Entwicklungen gehören leider, da wir ihren Folgen in Hessen hilflos ausgesetzt sind in dieser Haushaltsdebatte. Unsere international anerkannte, bisher prosperierende deutsche Automobilindustrie und ihre Zulieferer werden gefährdet durch eine einzige Zahl, deren Entstehung und deren Rechtfertigung eher nebulös ist. Sie kommt aber aus Brüssel.
Und damit ist sie sakrosankt, egal was es kostet, wie so vieles andere. Dieser Wert ist 95 Gramm CO2 pro Kilometer. Das ist mit Verbrennungsmotoren in der Flotte nicht erreichbar. Unterhalten Sie sich einmal bei den Ingenieuren von Volkswagen, Audi, BMW und Mercedes. Wäre bei 150 bis 180 Gramm CO2 pro Kilometer, wie in vielen Ländern auf dieser Welt gültig, die Welt wirklich untergegangen? Unsere Werke hätten dann aber keine Mitarbeiter entlassen müssen, keine Kurzarbeit beantragen müssen. Wir hätten dann die Mittel erwirtschaften können, mit denen wirkliche Lösungen hätten gefunden, hätten entwickelt werden können. Wir sind dabei, den gleichen Fehler bei der Umstellung der Energieproduktion zu machen. Wer könnte etwas dagegen haben, liebe Grüne, liebe Linke, wenn wir unsere Versorgung mit elektrischer Energie ohne jegliche Belastung der Umwelt sicherstellen können? Das Problem ist, diese revolutionäre Technik gibt es nicht. Wenn wir die bis zum Jahr, ich muss Ihnen dazu etwas erzählen, der Herr Hofreiter saß im Fernsehen, da sagte ein junger Ingenieur, sagte, zurzeit werden 60% der Elektrizität um 11 Uhr nachts mit Kohle, Gas und Kernenergie produziert. Und dann sagte er, wie stellen Sie sich das denn vor, wie wird das denn in Zukunft sein? Sagt der Hofreiter, ja, mit Photovoltaik, um 11 Uhr nachts. Ja? Also, wenn, können Sie nachsehen, Anne Will. Wenn wir bis zum Jahr 2038, es bleiben uns also nur noch 18 Jahre, nicht gefunden, die entsprechend sauberen Kraftwerke bis dahin nicht gebaut werden, stehen wir uns düstere wirtschaftliche, industriepolitische, soziale und politische Entwicklungen bevor. Zumal unsere Konkurrenten auf den Weltmärkten und sogar innerhalb der EU unseren Weg nicht mitgehen werden. Wir plädieren dafür, unsere hochrentablen, sie zählen zu den saubersten und sichersten auf der Welt, Kern-, Kohle-, Öl- und Gaskraftwerke weiterlaufen zu lassen und die damit erwirtschafteten Mittel, das ist unternehmerisches Denken, meine Damen und Herren, die damit erwirtschafteten Mittel in die Erforschung und Entwicklung der wunderbaren neuen und sauberen Welt zu investieren. Sollte das bis 2038 dann trotzdem nicht gelingen, so würden wir dann wenigstens nicht im Dunkeln stehen. Sehr geehrte Frau Faeser, Sie machen es sich zu leicht. Am Ende der Verkündung großspuriger Ideen, manchmal auch netter Ideen, kommt immer der fatale Satz, das muss mit Steuern finanziert werden. Bisher höre ich das eigentlich immer von Frau Merkel. Wenn sie internationale Erfolge feiert, warte ich immer zwei Tage, bis wir wissen, was es gekostet hat. Mir fallen da spontan folgende Schwerpunkte ein. 40 Milliarden für den Kohleausstieg, 4.000 bis 5.000 Euro pro E-Auto, die keiner will. 50.000 Euro für neue Heizungen, obwohl die alte noch wunderbar funktioniert. Milliardenschwerer Ausbau der Ladestationen. Milliardenschwere Kosten für die Umstellung in Garagen, Tiefgaragen, Tankstellen. Dazu fehlen uns die Beträge. Frau Faeser, wir haben kein Rentenproblem. Wir haben ein Problem der zu niedrigen Einkommen. Wo sind denn Ihre Ideen und Ihre Rezepte dazu? Drittens. Bei offenen Grenzen, dem weiteren unkontrollierten Zuzug von Millionen Menschen, haben das zu harte Frühstücksei von Herrn Erdogan oder die Erregungen einer korrupten Heißsporne im Nahen Osten und in Afrika die Folge, dass wir in Deutschland unsere Zukunft gefährden. Damit wäre den Menschen, die unbedingt zu uns kommen wollen, nicht geholfen. Wenn die EU es nicht schafft, die Grenzen zu schützen, müssen wir es selber tun. Die Rechnungen für die märkische Politik sind schon geschrieben, sie stecken schon in den Umschlägen. Daran können wir in Hessen mit den begrenzten Freiheiten in unserem Haushalt leider nicht mehr viel ändern. Unsere Kinder werden für die gemachten Fehler gerade stehen, sie werden zahlen müssen, außer es finden sich die richtigen Mehrheiten. Meine Kollegen werden Ihnen in den folgenden Tagen im Detail unsere Ideen zu den einzelnen Haushalten darlegen. Sie werden sie natürlich ablehnen.
Wir haben im Haushaltsausschuss guten Ansätzen unsere Stimme gegeben. Danke. Vielen Dank, Herr Abg. Heidkamp. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Ihr Fraktionsvorsitzender Matthias Wagner zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich lade Sie herzlich ein, zum Landeshaushalt 2020 zurückzukehren. Ich lade Sie herzlich ein, aus den Antworten von gestern zu den Herausforderungen von heute und den Antworten für morgen zu kommen. Denn darum geht es in einer Haushaltsdebatte. Wir beraten den Haushalt 2020, und die Jahreszahl 2020 gibt uns einen Hinweis darauf, es ist der erste Haushalt eines neuen Jahrzehnts. Und deshalb ist es gut, richtig und notwendig, in einer Haushaltsdebatte auf die Herausforderungen dieses Jahrzehntes zu schauen. Denn in den 10 Jahren, die vor uns liegen, werden wir viele wichtige Weichen zu stellen haben. Weichen in Europa, Weichen in Deutschland, aber selbstverständlich auch Weichen in und für unser Bundesland. Es wird in den 10 Jahren darauf ankommen, einen ökologischen Aufbruch zu gestalten. Es muss uns in diesen 20er Jahren dieses Jahrhunderts gelingen, die ökologischen Herausforderungen dieses Planeten zu lösen. Und es muss uns gelingen, überall da, wo wir Verantwortung tragen, unseren Beitrag dazu zu leisten, eben nicht mit dem Finger immer auf andere zu zeigen, sondern da, wo wir in Verantwortung sind, unseren Beitrag zu leisten, auch hier in Hessen, meine Damen und Herren. Es geht darum, in diesen 20er Jahren das Versprechen der sozialen Marktwirtschaft mit neuem Leben zu erfüllen. Das Versprechen ist die soziale Marktwirtschaft, nicht die Marktwirtschaft, nicht der ungebremste Kapitalismus, sondern eine Gesellschaft und eine Wirtschaftsordnung, in der alle Chancen haben, in der alle mitgenommen werden, in der alle sich entfalten können. Und auch hierfür können wir in einem Bundesland eine ganze Menge tun, und darüber werde ich später sprechen in meiner Rede. Und der dritte Baustein, die dritte Herausforderung in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts ist, dass sie, was den gesellschaftlichen Zusammenhalt angeht, sich nicht entwickeln wie die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt wahren, dass diese Gesellschaft beieinander bleibt, dass es demokratisch bleibt, dass wir vernünftig miteinander umgehen. Das sind drei der großen Herausforderungen, vor denen wir in diesem Jahrzehnt stehen und denen wir uns in konkreter Politik und in konkreter Gestaltung mit diesem Landeshaushalt annehmen. Und, Frau Kollegin Faeser, es hat mich ein bisschen gewundert, dass Sie in Ihrer Haushaltsrede sehr wenig über die Perspektiven, über die Visionen für Hessen gesprochen haben. Im Prinzip habe ich gehört, dass Ihre Vision von Hessen nach wie vor der Hessenplan von Georg August Zinn aus den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist. Und das ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig, Frau Kollegin Faeser. Sie haben in Ihrer Rede viel über Einzelmaßnahmen gesprochen. Ich glaube, es gab keine Interessensgruppe, keine Forderung an die Landespolitik, die Sie nicht erwähnt haben und nicht damit beantwortet haben, dass die Sozialdemokratie selbstverständlich mehr Geld bereitstellt und allen Forderungen erfüllt. Aber, Frau Kollegin Faeser, wer allen alles verspricht, der verspricht in Wahrheit niemandem etwas. Und hier stehen Sie absolut und eins zu eins in der Tradition Ihres Vorgängers Thorsten Schäfer-Gümbel. Sie haben mit Ihrer Rede da weitergemacht, wo er aufgehört hat. Der Politikansatz ist dadurch aber nicht richtiger geworden. Und es ist schon ein Stück weit bezeichnend, dass eine Regierung und die sie tragenden Fraktionen in der Gestaltung der konkreten Politik
genauer sind, präziser sind, Programme haben, auch mehr gestalten können, auch mit der Unterstützung der Ministerien. Das ist nicht ungewöhnlich. Das würde ich einer Opposition niemals vorwerfen. Aber dass wir auch in der langfristigen Perspektive, in dem, wo wir unser Land hinentwickeln wollen, die klarere und präzisere Vorstellung von unserem Land haben, das ist doch sehr ungewöhnlich, dass auch da die Opposition in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts stehen geblieben ist und eben nicht die 20er Jahre dieses Jahrhunderts gestalten will, meine Damen und Herren. Sie sprechen davon, dieser Haushalt sei ein Schönwetterhaushalt. Wird jetzt auch noch einmal dazwischen gerufen, ja klar. Also zunächst einmal halte ich mal fest, die allermeisten Menschen, vielleicht außerhalb der sozialdemokratischen Fraktion in diesem Land, finden schönes Wetter gut. Fange ich vielleicht einfach mal damit an. Die allermeisten Menschen finden schönes Wetter gut. Aber Ihr Vergleich, liebe Kolleginnen und Kollegen, er hinkt, weil das Wetter können wir nicht beeinflussen. Bei aller Notwendigkeit der Klimadebatte, aber das Wetter können wir nicht beeinflussen. Aber wir können die Daten eines Haushaltes beeinflussen. Und deshalb hinkt Ihr Vergleich zum Schönwetterhaushalt. Wir sind nämlich in dieser guten Haushaltssituation in Hessen aufgrund von harter Arbeit, aufgrund von seriöser Finanzpolitik, aufgrund dessen, dass wir eben nicht allen alles versprechen, sondern das Geld erst dann ausgeben, wenn wir es tatsächlich und auch verlässlich haben. Und das ist der Unterschied zwischen der Haushaltspolitik dieser Koalition und der Haushaltspolitik der Opposition, meine Damen und Herren. Oder um es in Ihrem Bild zu sagen, Schönwetter mit der Koalition, die Leute im Regen stehen lassen mit der Opposition, weil noch einmal, wer allen alles verspricht, verspricht in Wahrheit niemandem etwas. Und wir freuen uns, Frau Kollegin Faeser, auch sehr über das große, zwar verdeckt ausgedrückte, aber durchaus vorhandene Kompliment von Ihnen, Frau Kollegin Faeser. Sie haben uns ein großes Kompliment ausgesprochen. Wir haben Ihre Haushaltsanträge uns angeschaut. Doch, haben wir. Und auf der Ausgabenseite wollen Sie 0,1 Promille, also ein Zehntausendstel unserer Ausgaben ändern, dann können wir es so schlecht nicht gemacht haben, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, wenn Sie zu 0,1 Promille Änderungsvorschläge machen. Meine Damen und Herren, es geht um Klarheit in der Vision, in dem, wo man hin will, was die Herausforderungen sind. Und es geht darum, im Hier und Heute zu handeln. Und genau das tun wir mit diesem Landeshaushalt im Bereich ökologischer Aufbruch. Wir haben uns vorgenommen, in dieser Legislaturperiode 900 Millionen Euro in Klimaschutz zu investieren, weil wir eben nicht auf die anderen warten, weil wir eben nicht mit dem Finger auf andere zeigen, weil wir nicht sagen, wenn die Bundesregierung die Klimaschutzziele verfehlt, dann lehnen wir uns zurück. Nein, dann strengen wir uns erst richtig an hier in Hessen. Und deshalb haben wir, ja, Herr Kollege Lambrou, wir wollen die Welt retten. Wollen Sie das nicht? Wollen Sie die Welt im Elend versinken lassen? Das mag Ihnen vielleicht passen, aber das ist eben nicht der Ansatz der Mehrheit hier in diesem Hause, Herr Kollege Lambrou. Danke schön. Danke schön. Welt retten mit der Koalition, Elend mit Herrn Lambrou. Vielen Dank für diesen Zwischenruf. Und deshalb investieren wir in die klimaneutrale Landesverwaltung. Deshalb haben wir die Klimaschutzziele weiter verschärft. Und wir haben uns vorgenommen, dass die Nassauische Heimstätte, also die Wohnungsbaugesellschaft des Landes, die erste bundesweit sich vorgenommen hat, dass sie klimaneutral arbeiten wird. Das ist konkretes Handeln für ein großes Ziel, nämlich den Klimawandel zu bekämpfen.
Wir wollen die Vielfalt unserer Natur, der Arten an Pflanzen, an Tieren erhalten. Biodiversität ist da der Begriff. Und auch hier handeln wir konkret mit dem Programm 100 wilde Bäche, was mit diesem Haushalt finanziert wird, mit unseren Maßnahmen für den Insektenschutz und mit den Auswertungen der Naturwäldern. Auch hier eine große Idee und konkretes Handeln im Hier und Heute. Meine Damen und Herren, Hessen kann Energiewende. Wir haben es in den vergangenen 6 Jahren geschafft, den Anteil der erneuerbaren Energien zu verdoppeln und auf fast 25% des Stromverbrauchs zu steigern. Die installierte Leistung an Windkraft ist in Hessen in den vergangenen 6 Jahren um 90% gestiegen. Die Zahl der Anlagen hat sich fast verdoppelt. Hessen kann Energiewende, aber der Bund muss uns endlich auch wieder lassen. Und auch daran arbeiten wir, meine Damen und Herren. Hessen gehört zur Spitzengruppe beim ökologischen Landbau. Auch hierfür schaffen wir mit diesem Haushalt weiter die Voraussetzungen. Und was uns ganz wichtig ist, angesichts der aktuellen Debatten mit Landwirtinnen und Landwirten, wir verfolgen diese Politik mit den Bäuerinnen und Bauern und eben nicht gegen sie, meine Damen und Herren, eben nicht gegen sie. Frau Faeser, Sie haben die Verkehrspolitik angesprochen. Darf ich Sie daran erinnern, Hessen ist das Bundesland der günstigen Flatrate-Tickets für Busse und Bahnen. Das hat uns bislang niemand in der gesamten Bundesrepublik nachgemacht. Wir sind das Land der günstigen Flatrate-Tickets für Busse und Bahnen. Und das ist ja nur ein Beispiel für die Verkehrswende, die in Hessen ganz konkret stattfindet, Frau Kollegin Faeser. Eben weil wir uns um die Verkehrsprojekte kümmern. Sie haben gefragt, was passiert denn ganz konkret? Gateway Gardens eröffnet worden, Regionaltangente West über viele Jahre nur geredet worden, jetzt endlich in der konkreten Planung. 24% zusätzliche Mittel für die hessischen Verkehrsverbünde. Der Nordhessische Verkehrsverbund arbeitet an einem Stundentakt auch im ländlichen Raum. Ausweitung des Angebots im RNV, Schülerticket, Seniorenticket, Landesticket für die Bediensteten. Daran arbeiten wir an der Verkehrspolitik und an der Verkehrswende sehr konkret, Frau Kollegin Faeser. Und wir kümmern uns um die soziale Erneuerung in unserem Land, weil die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass sie Chancen haben, dass sie ihre Talente entfalten können. Ja, dass ihnen aber auch geholfen wird, wenn sie in einer schwierigen Lebenssituation ist. Und deshalb entwickeln wir und bauen wir das hessische Sozialbudget kontinuierlich aus, erneut mit diesem Landeshaushalt wie mit allen weiteren folgenden Haushalten in dieser Wahlperiode. Deshalb kümmern wir uns um die Gemeinwesenarbeit in sozial schwierigen Stadtteilen, um die Hilfe zu den Menschen zu bringen. Es reicht uns nicht, immer bessere Förderprogramme aufzulegen. Wir wollen mit dieser Gemeinwesenarbeit auch dazu beitragen, dass sie bei den Menschen ankommt und dass den Menschen auch tatsächlich geholfen wird. Und mit der Schulgeldfreiheit für die sozialen Berufe, über die wir ja diese Woche auch noch diskutieren, machen wir einen weiteren Baustein, um die Menschen zu unterstützen, um die Menschen zu fördern, die sich jeden Tag um andere Menschen kümmern, weil denen gebührt unser Respekt und unsere bessere Wertschätzung, meine Damen und Herren. Wir bauen die Antidiskriminierungsstelle des Landes weiter aus und die Antidiskriminierungsmaßnahmen. Weil in Hessen soll jeder so leben, so lieben können, wie er oder sie es für richtig hält, frei von Anfeindungen, frei von schrägen Blicken, frei von blöden Sprüchen oder gar von Gewalt. Und wenn wir über sozialen Zusammenhalt und Chancen reden, ist ein Bereich ganz zentral, und das ist Bildung.
Bildung von der Kita über die Schule, über die berufliche Ausbildung bis zur Hochschule. Und wir haben uns vorgenommen, in dieser Wahlperiode die jährlichen Ausgaben für Bildung um über 700 Millionen Euro zu steigern. Ich wiederhole noch einmal, kein zusammengezählter Wert, kein gerechneter Wert über mehrere Jahre, sondern unser Ziel ist, dass am Ende dieser Wahlperiode für Kitas, für Schulen, für Hochschulen 700 Millionen Euro mehr ausgegeben werden als zu Beginn dieser Wahlperiode. Und das ist gut investiertes Geld. Schauen wir uns an, was wir schon im Jahr 2020 an Verbesserungen beispielsweise im Kita-Bereich auf den Weg bringen. Wir erhöhen die Grundpauschale für die Träger in den Kitas. Wir verbessern die Förderung für Inklusion in den Kitas. Wir verbessern die Förderung für Kitas, die besonders viele sozial benachteiligte Kinder haben. Wir verbessern die Fachkräfteoffensive. Wir bringen eine Fachkräfteoffensive auf den Weg. Wir verbessern die Fachkräfteausbildung. Wir wollen eine stärker dualisierte und auch bezahlte Ausbildung im Bereich der Kinderbetreuung auf den Weg bringen. Wir erhöhen die Personalmindeststandards in unseren Kitas, damit mehr Erzieherinnen und Erzieher sich um eine qualitativ gute Förderung in unseren Kitas kümmern können. Und wir lassen es nicht dabei, sondern bringen als Land auch noch ein eigenes Investitionsprogramm für unsere Kitas auf den Weg. Das ist das gute Kita-Paket für Hessen. Gut investiertes Geld, meine Damen und Herren. In den Schulen stellen wir uns natürlich der schwierigen Lage des bundesweiten Mangels an Lehrkräften. Natürlich wird das eine der Herausforderungen für unsere Schulen bleiben. Aber auch hierauf geben wir Antworten mit diesem Landeshaushalt. Aber ich möchte, wenn es um die Schulpolitik geht, auch einmal das Augenmerk auf zwei große strukturelle Veränderungen legen, die aus meiner Sicht mindestens genauso bedeutsam sind. Wir haben begonnen, in den Schulen dafür zu sorgen, dass neben Lehrerinnen und Lehrern, die selbstverständlich unverzichtbar sind, neben Lehrerinnen und Lehrern auch Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Förderpädagoginnen und Förderpädagogen, jetzt neu und verstärkt mit diesem Haushalt Gesundheitskräfte an die Schulen kommen. Wir sorgen dafür, dass Verwaltungskräfte an die Schulen kommen, damit Lehrerinnen und Lehrer sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können. Es findet eine strukturelle Veränderung an unseren Schulen statt, weil wir der Überzeugung sind, dass wir Teams brauchen, dass wir unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Kompetenzen brauchen, um tatsächlich alle Schülerinnen und Schüler optimal fördern zu können. Und dieser Prozess findet in Hessen statt, meine Damen und Herren. Und die Digitalisierung, meine Damen und Herren, auch das hat Frau Kollegin Faeser angesprochen. Wir belassen es eben nicht bei der Technik und bei den Geräten in die Schule, neue Geräte in die Schule zu bringen, sondern wir wollen und wir stellen das in den Mittelpunkt, die Frage, was kann man pädagogisch mit diesen Geräten machen? Und auch das ist ein Wandel, den wir hier in Hessen aktiv gestalten und der uns in diesem Jahrzehnt beschäftigen wird, weil die Digitalisierung bietet Chancen, Schülerinnen und Schüler besser zu fördern. Und deshalb gilt für uns bei der Digitalisierung nicht die Faszination der Technik, sondern das Primat der Pädagogik. Wie kann Technik dazu beitragen, Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu fördern? Für die Hochschulen bringen wir in diesem Jahr, und der Haushalt legt die Grundlage, den neuen Hessischen Hochschulpakt auf den Weg, mit dem Ziel, die Grundfinanzierung der Hochschulen um 4% zu steigern. Nein, nicht einmalig um 4%, sondern jedes Jahr um 4%. Und auch das ist ein Weg und ein Statement und eine Verantwortung für Wissenschaft, für Forschung, für Lehre, um das uns andere Bundesländer beneiden, meine Damen und Herren.
Und wir machen das, weil wir wissen, dass wir bei der Lehrenden-Studierenden-Relation natürlich noch besser werden müssen. Wir machen das, um Forschung, Lehre tatsächlich voranzubringen. Aber wir machen es auch aus einem anderen Grund, und das aus tiefster Überzeugung. Es sind unsere Hochschulen. Es ist übrigens auch Kunst und Kultur, die Garanten dafür sind, dass das Zeitalter der Fake News, der Engstirnigkeit und der Einfalt in unserem Land nicht ausbricht, meine Damen und Herren. Und gerade am Bereich der Bildung kann man wunderbar zeigen, was die SPD-Opposition fordert und was sie dort tut, wo sie regiert. Nehmen wir den auf Bundesebene geforderten, proklamierten, von der SPD auch zu Recht gefeierten Rechtsanspruch auf Betreuung der Grundschulkinder. Da kann sich die SPD und auch zu Recht nicht zu sehr dafür feiern, dass sie das in den Koalitionsvertrag auf Bundesebene geschrieben hat. Zu Recht eine gute Maßnahme. Eine gute Maßnahme. Nur für diese gute Maßnahme ist vom Bund bis heute kein einziger Euro an die Länder geflossen. Kein einziger Euro. Und jetzt müssen Sie mir eins erklären. Wenn Sie sich auf Bundesebene zu Recht für den Rechtsanspruch auf Betreuung der Grundschulkinder feiern, warum kritisieren Sie dann in Hessen, wenn wir mit dem Pakt für den Ganztag eine Bildungs- und Betreuungsgarantie für die Grundschulkinder umsetzen? Sie fordern und liefern nichts, wir setzen um und machen, und dann ist es in Hessen falsch. Das müssen Sie mir einmal erklären, wo darin die Logik liegt. Das Gleiche beim Gute-Kita-Gesetz. Das Gleiche beim Gute-Kita-Gesetz. Das Lob für Frau Giffey von der SPD kennt keine Grenzen für das Gute-Kita-Gesetz. Ja, und sie hat da Verdienste. Das wollen wir nicht infrage stellen. Aber was ich nicht verstehe, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, wenn Sie das Gute-Kita-Gesetz feiern, was zeitlich befristet bis 2022 ist und eine Einmalzahlung ist. Wenn Sie das feiern, warum kritisieren Sie uns hier in Hessen, wenn wir dauerhaft Verbesserungen für die Kitas auf den Weg bringen, wenn wir auf das Gute-Kita-Gesetz noch einmal Landesgeld drauflegen und wenn wir das auslaufende Bundesprogramm bei der Investitionsförderung aus Landesmitteln fortsetzen? Warum ist das Gute-Kita-Gesetz von Frau Giffey richtig und das Gute-Kita-Paket, was wir hier in Hessen machen, falsch und unzureichend? Das müssen Sie doch einfach einmal erklären, wo da die Logik ist. Wo da die Logik ist. Und im Übrigen, Frau Giffey war ja hier und hat das Gute-Kita-Gesetz gemeinsam mit dem Sozialminister unterschrieben. Und man stelle sich einmal vor, Frau Kollegin Faeser, wenn ein Minister, eine Ministerin dieser Regierung sich bei dieser Vorstellung so verhalten hätte wie Frau Giffey. Weil Frau Giffey hat vor der versammelten Landespresse gesagt, auf die Frage, wie geht es denn nach 2022 weiter mit den Bundesmitteln für die Kitas? Gibt es da eine Anschlussfinanzierung? Können wir uns in Hessen darauf verlassen, dass weiter Geld fließt? Da hat Frau Giffey gesagt, wenn Sie das, als amtierende Bundesministerin, wenn Sie das wollen, müssen Sie SPD wählen. Wir stellen uns einmal vor, wenn das hier in Hessen gewesen wäre. Ich kann den Kollegen Günther Rudolph förmlich sehen, wie er von seinem Platz aufgesprungen wäre, wie er an dieses Redepult gegangen wäre, wie er von der Arroganz der Macht gesprochen hätte, wie er gesagt hätte, dass es so überhaupt nicht geht. Messen Sie nicht mit unterschiedlichen Maßstäben, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Arrogant! Abgeordnete Wagner, lassen Sie eine Zwischenfrage zu?
Einen habe ich noch zur Seriosität. Ich kann auch noch einmal über Arroganz reden, wenn Sie wollen. Ich kann das gerne noch einmal machen. Ja? Einen zu den Haushaltsvorschlägen der SPD und zur Seriosität desselben, weil wir haben sie sehr genau gelesen. Die Vorschläge der SPD im Bereich Kinderbetreuung. Ich habe ja eben schon darüber gesprochen, wie es ist, wenn die SPD im Bund bei der Kinderbetreuung regiert. Befristete Gelder, unklare Zukunftsperspektive und arrogante Äußerungen der Bundesministerin. Aber Ihr Antrag, den Sie hier eingebracht haben, Ihr Antrag, der 196 Millionen Euro kostet, Ihre Vorschläge zur Kinderbetreuung, 196 Millionen Euro. Und dann liest man die Begründung des Antrages, und da steht, dass diese 196 Millionen nur für 4 Monate sind. Das lasse ich jetzt erst einmal so stehen, weil Sie sagen, Sie wollen das im Haushalt 2020 nur für das neue Kindergartenjahr machen. Soweit einverstanden. Aber dann gehört ja zur Wahrheit dazu, dass das, was Sie hier fordern und von dem Sie den Eindruck erwecken, es sei ja alles so überhaupt kein Problem, in Wahrheit 600 Millionen Euro jährlich kostet. Dazu schweigen Sie natürlich aus gutem Grund, weil Sie dann nicht wüssten, wie Sie es finanzieren können. Und einmal mehr gilt, Frau Faeser, wer allen alles verspricht, verspricht in Wahrheit niemand. In Wahrheit niemand etwas. Weil Sie es dazwischenrufen, in der Kinderbetreuung ist selbstverständlich Landesgeld. Das uneingelöste Versprechen von Frau Giffey der Weiterfinanzierung über 2022 hinaus finanzieren wir aus Landesgeld, Frau Kollegin Faeser. Das vom Bund und von Frau Giffey eingestellte Investitionsförderprogramm für die Kitas finanzieren wir hier in Hessen weiter aus Landesgeld. Und wenn Sie über die Finanzausstattung der Kommunen reden wollen, dann machen wir das einmal. In den letzten 10 Jahren ist der kommunale Finanzausgleich von 3 Milliarden € auf 6 Milliarden € angestiegen. In 10 Jahren eine Verdoppelung des kommunalen Finanzausgleichs. In den vergangenen Jahren haben wir mit den Kommunen und durch Landespolitik die Kommunen von den Altschulden entlastet. Wir haben sie von den Kassenkrediten entlastet. Wir haben milliardenschwere Investitionsprogramme auf den Weg gebracht. Natürlich kann man immer noch mehr machen, aber erzählen Sie bitte nicht, wir würden nichts für die Kommunen tun. Und wir werden auch beim Thema Wohnen unserer sozialen Verantwortung gerecht. Und der Ansatz des großen Frankfurter Bogens ist doch genau der richtige. Da empfehle ich übrigens einmal, weil Sie ihn ja sonst so gerne erwähnen, ich auch, ein Gespräch mit dem Frankfurter Oberbürgermeister, der genau das für den richtigen Ansatz hält, dass wir nämlich versuchen, die Wohnungsprobleme in unseren Ballungsräumen nicht gegeneinander, sondern miteinander zu lösen. Und Frau Kollegin Faeser, was ist falsch daran, dass wir mit dem großen Frankfurter Bogen das Potenzial von 200.000 Wohnungen, die wir im Ballungsraum haben, versuchen zu heben? Was ist daran eigentlich falsch? Wieso müssen Sie auch das wieder kritisieren? Ich begreife es wirklich nicht. Und wer Ballungsraum sagt, der muss auch ländlicher Raum sagen. Beides gehört zusammen. Wir haben in beiden Teilen des Landes völlig unterschiedliche Voraussetzungen. Und auch diesen Voraussetzungen im ländlichen Raum wollen wir uns stellen und haben im Haushalt Mittel vorgesehen für das Aktionsprogramm für den ländlichen Raum, weil es uns um Folgendes geht. Wir wollen gleichwertige Lebensverhältnisse auch im ländlichen Raum.
Wir wollen, dass man sich auch im ländlichen Raum auf eine funktionierende und lebenswerte Infrastruktur verlassen kann. Und wir wollen diese Spirale, die wir teilweise im ländlichen Raum haben, endlich durchbrechen. Wie geht die Spirale? Das Angebot, die Infrastruktur im ländlichen Raum nimmt ab. Junge Leute sehen das, empfinden das Leben dort weniger attraktiv, wandern ab, mit der Konsequenz weniger Bevölkerung, noch weniger Infrastruktur. Und genau diese Spirale wollen wir durchbrechen, und genau das werden wir mit dem Aktionsprogramm für den ländlichen Raum angehen, dass man sich im ländlichen Raum darauf verlassen kann, dass es ein Mindestmaß an Infrastruktur, ein Mindestmaß an Daseinsvorsorge gibt, dass auch der ländliche Raum lebenswert bleibt oder da, wo er es nicht ist, lebenswert wird, meine Damen und Herren. Und wir kümmern uns auch um die Digitalisierung. Und klar, da müssen wir über Technik reden. Tun wir auch. Und klar ist es wichtig, Lücken in der Versorgung zu schließen und über Mobilfunkmasten zu reden und den Bau. Wir alle wissen, wo die Fehler gemacht wurden, nämlich dass man auf Bundesebene den Netzbetreibern die Vorgabe gegeben hat, nur 98% Abdeckung zu sorgen. Und das ganze andere kann dann der Staat finanzieren. Das ist keine sehr kluge Politik. Es ist im Übrigen auch eine zutiefst föderalfeindliche Politik, weil der Bund erzielt hohe Versteigerungserlöse bei der Versteigerung der Mobilfunklizenzen. Und die sind je höher, je weniger Auflagen er den Mobilfunkbetreibern macht. Und wir bezahlen dann mit Landesgeld das Schließen der weißen Flecken. Wir machen es trotzdem. Aber bei Digitalisierung, meine Damen und Herren, muss es auch um die gesellschaftlichen Fragen der Digitalisierung gehen. Es muss um sicherheitsrelevante Fragen der Digitalisierung gehen und auch um ethische Fragen der Digitalisierung. Und deshalb ist es richtig, dass wir uns all diesen Fragen komplett und umfassend und gebündelt mit einer eigenen Ministerin für diesen Bereich annehmen, meine Damen und Herren. Ein letzter Bereich, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und hier hätte ich vor 4, 5 Jahren nicht gedacht, dass das ein so starkes Thema in Deutschland und in Hessen wird. Und ich finde, es lohnt, dass wir innehalten und uns fragen, wie weit ist es eigentlich in Deutschland und damit auch in Hessen schon gekommen. Beschimpfungen, Drohungen und Gewalt von Rechtsextremen sind auf der Tagesordnung. Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker werden bedroht, werden beschimpft. Einige haben schon auf ihr Amt oder auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Wir haben in unserem Bundesland den ersten rechtsextremistischen Mord an einem Politiker, unserem Kollegen Walter Lübcke, erleben müssen. Es war nicht der erste Mord von Rechtsextremen in Deutschland nach dem Krieg. Wir erinnern uns an die NSU-Morde und andere Gewalt- und Mordtaten von Rechtsextremen in unserem Land. Und dann haben wir in Halle Ende vergangenen Jahres erlebt, 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, dass jemand einen Massenmord an jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern begehen will. Wie weit ist es eigentlich schon gekommen? Und deshalb ist es richtig, dass wir in aller Entschiedenheit diesem Rechtsextremismus entgegentreten. In aller Entschiedenheit entgegentreten mit unseren Sicherheitsbehörden. In aller Entschiedenheit entgegentreten, wo immer uns rechtsextreme Äußerungen begegnen. In aller Entschiedenheit entgegentreten mit präventiven Maßnahmen. In aller Entschiedenheit entgegentreten, indem wir unsere Demokratie fördern, feiern und hochhalten, meine Damen und Herren. Und deshalb haben wir die Mittel für das Hessische Landesprogramm für Demokratie
und gegen Extremismus gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Opposition in diesem Jahr fast verdoppelt. Und deshalb haben wir das Online-Meldeportal gegen Hass und Hetze auf den Weg gebracht. Deshalb verstärken wir die Anstrengungen unserer Polizei, des Verfassungsschutzes, der Justiz im Kampf gegen den Rechtsextremismus. Meine Damen und Herren, Rechtsextremismus beginnt aber nicht bei der Gewalttat. Rechtsextremismus ist immer auch eine Frage des gesellschaftlichen Nährbodens, auf dem er stattfinden kann. Und das schleichende Gift von Populismus, von Egoismus, von Hass und Hetze ist schon sehr weit vorgedrungen in unserer Gesellschaft. Und auch das, finde ich, sollten wir uns bewusst machen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Behörden, in Krankenhäusern, ja selbst von Rettungsdiensten werden angegriffen. Die Polizei als diejenigen, die das Gewaltmonopol des Staates für uns alle ausüben, werden angegriffen. Die Debattenkultur verroht, nicht nur im Internet, sondern auch real. Und es gibt für immer mehr Menschen nur noch schwarz oder weiß, immer nur ich und nicht mehr wir, nicht mehr die Suche nach einem Kompromiss, nicht das Verständnis für den anderen, sondern nur noch Egoismus. Und auch das ist ein Nährboden, auf dem Rechtsextremismus gedeihen kann. Denn aus Gedanken werden Worte und aus Worten können Taten werden. Und deshalb, meine Damen und Herren, lassen Sie uns alle gemeinsam daran arbeiten, keinen Millimeter nach rechts. Lassen Sie uns überall hier im Hessischen Landtag, im Sportverein, beim Feierabendbier, im Gespräch in den Familien, einfach überall Hass und Hetze im Anfang entgegentreten. Und lassen Sie uns die Gesellschaft vertreten, für die wir hier stehen in Hessen und Deutschland. Und das ist eine Gesellschaft, die sich auszeichnet durch Freundlichkeit und Mitgefühl. Das ist die beste Antwort, die wir den Hetzern und den Populisten entgegenhalten können. Freundlichkeit und Mitgefühl, das ist der Beitrag, den wir alle leisten können, hier im Parlament und in der Gesellschaft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.